Moin Moin und hallo, herzlich willkommen bei Game 2. Auch in dieser Woche geht es aufregend bei uns weiter. Ja, wir haben eure Kommentare gehört. Und ja, natürlich haben wir Trant in Wild Hearts auf Monsterjagd geschickt, damit der euch aus den Einzelteilen einen Beitrag plus 10 craften kann. Vorher setzen wir uns aber einen brandneuen Virtual Reality Skihelm auf, nämlich die PlayStation VR 2. Ja, Markus hat die neue PS5-Peripherie getestet und verrät euch nicht nur, ob das Ding den hohen Anschaffungspreis wert ist, sondern auch, welche Games sich aus dem Launch-Line-Up lohnen. Die PlayStation VR 2 ist da und will die etwas in Vergessenheit geratene VR-Landschaft ordentlich aufmischen. Und das möchte sie mit schnieken, technischen Neuerungen und Upgrades. Verglichen mit der alten PlayStation VR sind das auf jeden Fall einige. Eine erste Verbesserung ist auch direkt von außen erkennbar. Während ihr früher noch zwingend eine zusätzliche PlayStation-Kamera benötigt habt, ist die gleich in mehrfacher Form in der neuen Brille verbaut. Damit wird eure Umgebung gescannt und der Spielbereich festgelegt, in dem ihr euch bewegen könnt. Damit das auch problemlos funktioniert, sollte ausreichend Licht vorhanden sein, da die Brille sonst während des Spielens Probleme hat, den Spielbereich zu erkennen. Uns ist das während des Tests aber nur sehr selten passiert. Das Bild der Kameras lässt sich per Knopfdruck auf die Brille übertragen, damit ihr euch auch mit aufgesetzter PSVR umschauen könnt. Im Vergleich zum Vorgänger lässt sie sich zudem kinderleicht anschließen, da nur ein USB-C-Kabel in die Konsole gesteckt werden muss. Zwar gibt es mittlerweile auch schon kabellose VR-Brillen wie die Oculus Quest 2, aber uns hat das Kabel beim Zocken nicht wirklich gestört. Das größte Upgrade haben aber die Bildschirme in der Brille bekommen. Die beiden OLED-Displays verfügen über jeweils 2000x2040 Pixel und liefern 4K HDR-Bilder. Damit erreicht die VR 2 die vierfache Auflösung der alten Brille, was fürs Erste gewaltig klingt. Ein genauso scharfes Bild wie auf einem 4K-Fernseher darf man natürlich trotzdem nicht erwarten. Wie bei anderen VR-Brillen hat auch die PSVR 2 einen leichten Fliegengitter-Effekt, der aber im Spielfluss nicht wirklich auffällt. Außerdem kommt es häufiger zu unscharfen Bildern, wenn die Brille leicht verrutscht, was aber eine generelle VR-Problematik ist. Auch wenn es da sicherlich noch Verbesserungspotenzial gibt, sehen die Bilder trotzdem fantastisch aus und die Displays zählen zu den besten auf dem aktuellen VR-Markt. Eine weitere Neuerung ist das Augentracking. Kleine Kameras im Inneren der Brille erfassen eure Augenbewegungen und können sie ins Spiel übertragen. In Horizon könnt ihr so beispielsweise die Menüs steuern. Die Blickerfassung ist auch für das sogenannte Foveated Rendering relevant. Dabei wird nur der Bereich in vollen Details gerendert, der gerade in euren Blick fällt. Der Rest wird reduziert dargestellt, was Rechenleistung spart und für ein besseres Bild sorgt. Die Brille verfügt jetzt außerdem über eine Vibrationsfunktion, was noch mehr Immersion erzeugt. Auch in Sachen Tragekomfort können wir uns absolut nicht beschweren. Die Kopfbefestigung lässt sich weit zurückziehen, sodass sich die PSVR 2 nicht nur leicht aufsetzen lässt, sondern auch auf den meisten Köpfen gut sitzen sollte. Auch für Brillen ist dabei noch reichlich Platz. Das Gewicht des Headsets ist angenehm, weshalb es uns auch nach längeren Sessions nie unbequem wurde. Sicherlich variiert das Tragegefühl von Mensch zu Mensch, aber uns ist im Testzeitraum in der Hinsicht nichts Störendes aufgefallen. Kommen wir zu den neuen Sense-Controllern. Die sehen nicht nur schick aus, sondern liegen auch super in der Hand. Nur das Hineinschlüpfen war mit aufgesetzter Brille aufgrund der Form und dem geringen Unterschied zwischen linkem und rechtem Controller manchmal etwas fummelig. Sie verfügen genauso wie die Standard-PS5-Controller über adaptive Trigger, die je nach Spielsituation für mehr Immersion sorgen. Beim Spannen des Bogens in Horizon Call of the Mountain spürt ihr so beispielsweise den Widerstand der Sehne auch beim Durchdrücken der Trigger-Taste. Weniger gut gefallen hat uns aber die Akkulaufzeit. Bei intensiver Nutzung können die Akkus nämlich schon nach knapp 4 Stunden leer sein, was für unseren Geschmack viel zu wenig ist. Ihr könnt natürlich auch mit angeschlossenen Ladekabeln spielen, aber was dann alles passieren kann, ist ja klar. Einiges. Oh, aua. Außerdem hätten wir uns gewünscht, dass im Lieferumfang für jeden Controller ein Ladekabel beiliegt und nicht nur für einen. Nicht, dass das irgendwann noch Nintendo-Level erreicht. Mutti! Gib mal das Netzteil! Mehr als ärgerlich ist außerdem die fehlende Abwärtskompatibilität. PlayStation VR 1-Spiele funktionieren also nicht mit der neuen Brille. Als Grund gab Sony an, dass sie eine wahre Next-Gen-VR-Erfahrung liefern wollen, in dem die neuen Features der Brille voll zum Einsatz kommen. Dafür müssten alle Spiele entsprechend überarbeitet werden. Wer also schon eine große PSVR-Spielesammlung zu Hause hat, schaut erstmal dumm aus der Wäsche. Aber es ist nicht alles verloren, denn von einigen Spielen wurden bereits kostenlose VR 2-Updates angekündigt.
Welche Spiele aber am Ende eine Anpassung bekommen und für welche auch Besitzerinnen und Besitzer der Vorgängerversion noch einmal zahlen müssen, kann aktuell niemand sagen. Zum Release stehen trotzdem mehr als 40 Titel zur Verfügung, wovon die meisten aber bereits auf anderen Plattformen erschienen sind. Wir haben uns durch eine Vielzahl davon gezockt und verraten euch, welche Spiele einen Blick wert sind. Fangen wir mit dem vermeintlichen System-Seller an, Horizon Call of the Mountain. Das sieht von Beginn an einfach atemberaubend aus. Die Welt von Horizon in voller Pracht und vor allem Größe zu sehen, ist definitiv ein Erlebnis, das es so auch kein zweites Mal gibt. Spielerisch erwartet euch ein Mix aus Klettereinlagen in teilweise schwindelerregenden Höhen und Kämpfen mit eurem Bogen. Letztere sind das klare Highlight des Spiels, auch wenn das Ausweichen im Eifer des Gefechts manchmal nicht so geschmeidig funktioniert, wie wir es denn gerne hätten. Für unseren Geschmack gibt es außerdem viel zu wenig Kämpfe im Verlauf der knapp 8-stündigen Story. Der Name Call of the Mountain ist nämlich Programm, denn ihr werdet den Großteil des Spiels mit Klettern verbringen. Zwar funktioniert auch das sehr gut, aber die Abnutzungserscheinungen waren nach ein paar Stunden schon sehr deutlich. Immerhin dürft ihr euch dazwischen mit kleinen Rätseln, Mini-Herausforderungen und reichlich Kram zum Herumspielen ablenken. Die Story um den neuen Kletterburschen hat uns trotz einiger Cameos alter Bekannter nur wenig abgeholt. Horizon Call of the Mountain hat definitiv seine beeindruckenden Seiten, die jedoch spielerisch niemanden umwerfen werden. Deshalb sind wir auch etwas hin und her gerissen. Eine ganz klare Empfehlung, dem 70 Euro teuren Ruf des Berges zu folgen, können wir leider nicht ausstellen. Deutlich weniger Nervenkitzel, dafür viel mehr Entspannung bekommt ihr mit Kajak VR Mirage. Hier tut ihr im Grunde nichts anderes, als durch wunderschöne Landschaften zu paddeln und dabei die Natur zu genießen. Die Steuerung ist dabei so realitätsnah wie nur möglich, was für zusätzliche Immersion sorgt. Wer ein bisschen mehr Action braucht, kann immerhin auch auf Zeit und gegen andere Spielerinnen und Spieler durch die verschiedenen Gewässer schippern. Erwartet aber keinen allzu großen Umfang, denn aktuell stehen gerade mal 4 Levels zur Verfügung. Außerdem könntet ihr schnell etwas seekrank werden, wenn ihr Probleme mit Motion Sickness habt. The Last Clockwinder bringt weniger euren Mageninhalt, sondern vielmehr eure grauen Zellen in Bewegung. Das Puzzlespiel hat nämlich einen ganz besonderen Kniff, der so nur in VR möglich ist. Um Rätsel zu lösen, müsst ihr nämlich Roboklone von euch erschaffen, die eure exakten Bewegungen der letzten Sekunden imitieren. Da häufig eine ganze Verkettung von Arbeitsschritten notwendig ist, müssen alle eure Klone perfekt zusammenarbeiten, was auch mal ganz schön knifflig werden kann. Habt ihr es aber geschafft, eine völlig autarke Arbeitskette zu erschaffen, gibt es nichts Befriedigenderes, als sich kurz zurückzulehnen und euren fleißigen Doppelgängern bei der Arbeit zuzuschauen. Deutlich aktiver müsst ihr in Pistol Whip werden. Der VR-Klassiker erhält direkt zum Release ein kostenloses PSVR 2 Update. Darüber freuen wir uns besonders, da das Rhythmus-Ballerspiel zum kleinen Hit in unserer Redaktion wurde. Das Spielprinzip ist extrem simpel. Ihr werdet automatisch durch ein Level geführt und müsst haufenweise Gegner wegballern. Macht ihr das noch im Takt des epischen Soundtracks, bekommt ihr umso mehr Punkte. Das Geballer und matrixmäßige Ausweichen fühlt sich dabei einfach unglaublich befriedigend an, sodass wir die VR-Knarren so schnell nicht mehr weglegen wollten. Zieht euch dabei am besten ein paar Sportklamotten an, denn euch wird der Schweiß nur so aus den Poren ballern. Dann hätten wir noch die heiß erwarteten VR-Updates zu Gran Turismo 7 und Resident Evil Village. Da die erst kurz vor Redaktionsschluss zur Verfügung standen, kommen hier die ersten Eindrücke von Trant und Markus direkt von unserem VR-Testlabor. Was ich am beeindruckendsten finde, ist, wenn man die Brille aufsetzt und sitzt wirklich dann in diesem Fahrzeug drin. Du schaust dich um, alles sieht total haptisch und realistisch und plastisch aus, als könnte man es anfassen. Und egal, wo du hinguckst, alles sieht nach echtem Fahrzeuginnenraum aus. Das bringt schon mal sau viel fürs Spielgefühl. Und dass du das ganze Spiel ja auch in PSVR spielen kannst, PSVR 2, ist halt der absolute Burner. So. Nicht nur ein Auto, sondern jetzt das ganze Fahrerfeld, alles überholen. Die Grafik ist auch nahezu identisch, als würde man ohne PSVR 2 spielen. Und das Spielerlebnis leidet kein Stück, sondern ist einfach noch mal 100% geiler. Geil. Resident Evil in VR ist natürlich atmosphärisch schon ziemlich nice. Also du hast da blubbernde Suppen und irgendwelche gammligen Bananen, die du dann auch schön nah angucken kannst. Und das ist natürlich schön atmosphärisch.
Blut überall, Geräusche, also es ist schon gruselig. Ich meine, ich kannte es jetzt schon, deswegen habe ich mich vielleicht nicht so erschreckt, aber atmosphärisch ist das super. Aber was das, die VR-Spielweise angeht, da habe ich schon Besseres erlebt. Also Gegenstände anfassen funktioniert nicht so richtig. Es geht zwar, aber es fühlt sich nicht so immersiv an. Und ich werde auch relativ schnell rausgeworfen, wenn eine Cutscene kommt, durch Perspektive. Und irgendwie, weil ich nicht weiß, ob ich jetzt wieder interagieren kann. Also immersiv ist suboptimal, atmosphärisch aber sehr nice. Es ist Zeit für das Fazit. Die PlayStation VR 2 hat uns trotz einiger Kritikpunkte überzeugt. Technisch spielt die Brille in der obersten VR-Liga mit, was den hohen Preis von 600 Euro rechtfertigt. Die Displays der Brille erzeugen scharfe und farbintensive Bilder und vor allem das Augentracking hat viel Potenzial, wird aber aktuell auch noch nicht auf bahnbrechende Weise in Spielen angewendet. Auch beim Spieleangebot fehlt es derzeit an Neuheiten und weitere große Exklusivtitel neben Horizon sind aktuell noch nicht absehbar. Die fehlende Abwärtskompatibilität dürfte auch vielen sauer aufstoßen. Es bleiben also noch ein paar Fragezeichen, ob sich der Kauf einer PSVR 2 derzeit lohnt. Klar ist aber, dass ihr hier eine technisch hochwertige Brille mit viel Potenzial bekommt. Hoffen wir nur, dass das bald weiter ausgeschöpft wird. Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu den News. Die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft ist eines der Themen der jüngsten Vergangenheit. Und weil es auch vergangene Woche nicht still um dieses Thema wurde, fangen wir genau damit an. Die erste große Meldung bezog sich auf einen Vertrag zwischen Microsoft und Nintendo. Via Twitter bestätigte Microsofts Vizepräsident Brad Smith einen Deal, der besagt, dass alle Teile der Call of Duty-Reihe für die nächsten 10 Jahre auch auf Nintendo-Plattformen erscheinen, am selben Release-Tag und ohne Einschränkung bezüglich der Features. Die Frage nach der technischen Umsetzung ist spannend, bleibt aktuell aber ungeklärt. Einen weiteren Deal verkündete Phil Spencer, seines Zeichens Head of Xbox. Ebenfalls per Twitter gab er an, dass GeForce Now-Kunden Zugriff auf alle PC-Spiele der Xbox und Activision Blizzard-Bibliothek erhalten. Welche Titel abseits von Call of Duty genau in dem Angebot enthalten sein werden, ist noch genauso unbekannt wie ein exakter Starttermin. Nur die Laufzeit des Deals ist bekannt. Genau wie bei Nintendo habe man sich auf einen 10-Jahres-Vertrag mit Nvidia geeinigt. Dass diese Ankündigungen gerade jetzt kommen, ist natürlich kein Zufall. Nach wie vor ist der Übernahmedeal von Activision Blizzard durch Microsoft nicht in absolut trockenen Tüchern und einige Kartellbehörden müssen noch überzeugt werden. Bei Microsoft ist man auf jeden Fall bereit, einiges zu tun, um den Deal zu finalisieren. Im Rahmen einer Anhörung vor der Europäischen Kommission kam man zum Beispiel auf Zahlen zu sprechen, zu denen man sich normalerweise eher bedeckt hält. So gab man zum Beispiel an, dass die Marktanteile zwischen Microsoft und Sony weltweit betrachtet bei rund 70-30% zugunsten von Sony liegen. Da es sich um hochkomplexe Vorgänge handelt und nicht genau bekannt ist, wie diese Zahlen errechnet wurden, sind sie natürlich mit Vorsicht zu genießen. Ein Urteil der Europäischen Kommission zum Activision Blizzard Deal wird übrigens am 11. April erwartet. Nach so viel Wirtschaft müssen wir uns erstmal erholen. Da brauchen wir was Frisches, was Lockeres. Genau, den Ticker! Grusel-Update. Wie Capcom via Twitter bekannt gegeben hat, wird das Remake von Resident Evil 4 einen VR-Modus spendiert bekommen. Das Update soll irgendwann nach Release als kostenloser DLC für die PS5-Fassung des Spiels erscheinen. Anspielchance: Blizzard hat eine offene Beta-Phase zu Diablo 4 angekündigt. Während vom 17. bis zum 19. März nur Vorbestellermonster kloppen können, steht die Testversion vom 24. bis zum 26. März allen Interessierten zur Verfügung. Was euch erwartet, könnt ihr unter anderem einem neuen Video entnehmen, das euch viele Details der Spielwelt erklärt. Auf Wiedersehen! Tango Gameworks Gründer Shinji Mikami wird das Studio innerhalb der kommenden Monate verlassen. Bei dem im Jahr 2010 gegründeten Entwickler zeichnete sich der Resident Evil-Erfinder zum Beispiel für die The Evil Within-Reihe verantwortlich. Meilenstein. Ziemlich genau ein Jahr nach seinem Release hat Elden Ring die Marke von 20 Millionen verkauften Einheiten geknackt. Die eh schon vorhandenen Spekulationen über einen möglichen DLC heizt dieser Erfolg natürlich weiter an. Harte Strafe. Bungie hat im Kampf gegen Cheater einen Sieg vor Gericht erzielt. Rund 4,4 Millionen US-Dollar muss der Cheat-Hersteller Aim Junkies an das Destiny 2 Studio zahlen, weil ein Gericht entschied, dass der Verkauf der Cheats gegen die Nutzungsbestimmung verstößt. Horror im Anmarsch? Das vor allem für Horrorfilme bekannte Studio Blumhouse Productions möchte sich anscheinend auch im Videospielsektor breit machen. Mit Blumhouse Games wurde nun eine Tochtergesellschaft gegründet, die sich vor allem auf Indie-Spiele unter Produktionskosten von 10 Millionen Dollar konzentrieren soll. Kloppe im Anmarsch. Mit einem Trailer wurde das Release-Fenster von Lies of P weiter eingegrenzt. Dem schick inszenierten Video zum Souls-like lässt sich entnehmen, dass es im August dieses Jahres soweit sein soll.
zugesagt. In einem Investoren-Call gab Ubisoft-CEO Yves Guillemot zu verstehen, dass man an der diesjährigen E3 teilnehmen werde, insofern sie stattfindet. Erst vor kurzem wurde berichtet, dass Microsoft, Sony und Nintendo nicht mit von der Partie sein werden. Das war's auch schon wieder mit den News für diese Woche. Bevor jetzt aber die Mods übernehmen, übergebe ich erstmal an Esther. Die hat sich nämlich das Open-World-Abenteuer Chia angesehen. Und was das ist, das erzählt sie euch am besten selbst. Genau. Ich konnte in der Rolle der namensgebenden Protagonistin schon so einiges erleben. Ich war auf Schatzsuche, habe Feste gefeiert, bin über den Ozean gesegelt und habe komische Stoffwesen bekämpft. Die Möglichkeiten erscheinen erstmal fast endlos. Aber leider trügt dieser Schein. Die Insel, die ich bereisen durfte, bietet zwar alleine schon in ihrer Vegetation einiges an Abwechslung, dafür waren meine Quests aber doch sehr eintönig. Eigentlich musste ich nur ein paar Sachen sammeln und damit war das Ding auch schon geritzt. Immerhin habe ich dabei die Insel aber weitestgehend kennenlernen dürfen. Und die ist wirklich schön. Ein bisschen Urlaubsfeeling kam da auf jeden Fall auf. Da Chia aber sehr langsam läuft und niemand möchte, dass es eine Stunde dauert, um von A nach B zu kommen, bietet das Gameplay verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel kann sie sich von Berghängen stürzen und mit ihrem Tuch durch die Lüfte schwingen. Zumindest so lange, wie ihre Ausdauer anhält. Besonders viel Spaß macht es, sich von Baumkronen oder Palmen einfach in die Luft schleudern zu lassen. Das geht nicht nur schneller, sondern gibt auch einen Überblick über die Umgebung. Was wichtig ist, denn in Chia habt ihr zwar eine Karte, aber euren Standpunkt könnt ihr immer nur an Ausblickspunkten und Schildern ausmachen. Ansonsten lässt sich immer nur grob erahnen, wo ihr seid, was das Erkunden für meinen Geschmack auf jeden Fall spannender gemacht hat. Genauso wie eine der Hauptfähigkeiten von Chia. Sie kann mithilfe ihrer Seele die Kontrolle über verschiedene Gegenstände und Tiere übernehmen. Deren Fähigkeiten werden dann zum Beispiel für Quests benötigt. Auch in Kämpfen können sie von Vorteil sein. Und ansonsten kommt ihr aber auch als Vogel oder Delfin einfach deutlich schneller voran als zu Fuß. Auch wenn ich glaube, dass die Fähigkeiten der Inselvögel die Story jetzt wohl nicht wirklich krass voranbringen werden. Diese Gameplay-Mechanik hat schon echt viel Spaß gemacht. Nur leider hielt der nicht wirklich lange an. Oft wollte ich einfach nur schneller reisen, habe aber kein Tier gefunden, das wirklich hilfreich gewesen wäre. Und sobald ich dann doch mal von einem Vogel Besitz ergriffen habe, gibt's auch schon das nächste Problem. Nach einer gewissen Zeit stößt mich das Viech nämlich wieder ab, weshalb ich dann erstmal wieder zu Fuß weiter muss, bis die Fähigkeit aufgeladen ist und ich einen weiteren Vogel gefunden habe. Das nimmt im Ganzen irgendwie ein wenig an Fahrt. Zum Glück können Chias Seelenübertragung und Ausdauer aber mit Hilfe von Früchten und Totems verlängert werden. Spannend fand ich dafür aber den Grund fürs Erkunden und die ganze Sammelei. Die Inselgruppe wurde von einem dunklen Machthaber unterworfen und Chias Vater von dessen Schergen entführt. Warum und wieso konnte ich leider noch nicht herausfinden. Aber jetzt liegt es an dem jungen Mädchen, ihren Papa zu retten und den bösen Dude vom Thron zu jieten. Ungefähr so wie diesen Riesengecko hier. Nope. Um das aber mit dem üblen Herrscher machen zu können, braucht sie erstmal eine Audienz bei ihm, die sie nur im Tausch gegen ein paar Sammelgegenstände bekommt. Da die Preview mitten im Spiel startet, war der Einstieg und die erste Story-Mission für mich aber etwas verwirrend. Ich fasse mal kurz für euch zusammen. Chia geht durch ein Dorf, bis sie durch einen Schuss vor ihren Füßen gestoppt wird. Eine Frau hält sie auf, weil sie Krabbenfleisch möchte. Ja, das macht Sinn. Also hole ich ihr welches, bleibe zum Essen und sage ihrer Tochter, dass ich ein totes Huhn brauche? Nachdem wir dann ein bisschen gefeiert haben, renne ich auf die andere Seite der Insel, um mit dem Mädchen von eben ein Lied zu trällern. Nur um dann zurückzulaufen und ihr dabei zuzusehen, wie sie ein Huhn platt macht, das ich mir dann in meinen Rucksack stopfe. Dann sammle ich noch hier und da ein paar andere Sachen und zack, das war's, Preview vorbei. Dabei hätte ich den Kram gerne noch zum Herrscher-Dude gebracht, um zu sehen, was passiert. Aber immerhin hat das Spiel so meine Neugier geweckt. Man merkt schon, dass in Chia einiges an Liebe steckt. Nicht zuletzt, da es ein Liebesbrief des Studios an dessen Heimat Neukaledonien im Südpazifik ist. Trotzdem wünsche ich mir, dass mit dem Release noch ein paar spannendere Aufgaben hinzukommen, für die es sich wirklich lohnt, die schönen Inseln zu erkunden. Und ich hoffe, dass das Töten des Huhns einen wirklich guten Grund hatte. Herausfinden werden wir das aber erst irgendwann im Frühjahr.
Bis jetzt war Monster Hunter immer recht allein auf weitem Feld. Das Spielprinzip ums motivierende Jagen von gigantischen Monstern und Craft neuer Ausrüstung hat trotz des großen Erfolgs fast niemand wirklich nachgeahmt. Außer Omega Force. Die haben sich das Konzept jetzt geschnappt und mit Wild Hearts ihren eigenen Spin verpasst. Deshalb hat Trant sein geschärftes Großschwert ausgepackt und mal direkt nachgehackt. Ob die ganze Sache auch was kann. Versteht ihr? Nachgehackt. Smart. Mit Wild Hearts stößt der japanische Entwickler Omega Force in ein Spielegenre vor, das seit Jahren vom Erfinder dieses Genres dominiert wird, nämlich von Capcom mit seinem Monster Hunter Franchise. Ein Versuch ist es wert, denn nennenswerte Nachahmer waren und sind ziemlich selten. Uns fallen da nur wenige ein, wie Soul Sacrifice aus dem Jahr 2013, die God Eater-Serie, deren dritter Teil 2018 erschien, dann noch der Free-to-Play-Titel Dauntless und die Tukiden-Reihe, die übrigens ebenfalls von Omega Force entwickelt wurde. Und obwohl all diese Titel ihre Fans fanden, gegen Monster Hunter konnten sie nicht wirklich anstinken. Wild Hearts hat also zwar rein zahlenmäßig wenig Konkurrenz, muss sich aber in einem sehr nischigen Spielesegment mit einem mächtigen Alpha-Tier messen. Keine leichte Aufgabe. Um uns alle auf einen Nenner zu bringen, starten wir mit einem wertungsfreien Schnellüberblick. Als Jäger aus fernen Landen gelangt ihr in das Dorf Minato, dessen Bewohner von sogenannten Kemono gestresst werden. Das sind riesige Tiermonster, die von der Natur erfüllt sind. Meist schicken euch die Dorfbewohner mit Aufträgen raus in die Wildnis, um spezifische Viecher zu jagen. Aber weil es für euch ebenfalls darum geht, eure Ausrüstung mit erbeuteten Materialien zu verbessern, geht ihr manchmal auch ohne Auftrag auf die Pirsch. Ah, der pechschwarze Brusthanisch braucht noch Zeug vom Düsterschnabel? Na, dann geh ich mal los und verhauen Düsterschnabel. Das wichtigste Alleinstellungsmerkmal von Wild Hearts sind die Karakuri. Das sind magische Gerätschaften aus Holz und Himmelsfäden, die ihr innerhalb eines Wimpernschlags vor euch erscheinen lassen könnt. Karakuri dienen einerseits zur schnelleren Fortbewegung, doch ihren größten Nutzen entfalten sie im Kampf. Kisten ermöglichen euch spektakuläre Sprungangriffe, Fackeln verleihen euren Hieben Feuerkraft und mit der Sprungfeder schließt ihr Lücken zum Monster oder weicht seinen Attacken aus. Und durch die Kombination dieser kleinen Basisgeräte entstehen sogar noch mächtigere Karakuri. Ein stabiler Wall bringt sprintende Monster zu Fall, der Holzhammer brät ihnen mit Schmackes ein über den Schädel und die Falle macht ihr Opfer für eine gewisse Zeit bewegungsunfähig. Jedoch könnt ihr diese Karakuri nur einsetzen, solange ihr Himmelsfäden habt, zu erkennen an der rautenförmigen Anzeige unten. Und diese Fäden müsst ihr unterwegs aus bestimmten Felsen oder Bäumen herauskloppen. Faszinierend logisch. Jagen könnt ihr entweder allein oder als Teil eines dreiköpfigen Online-Teams. Plattformübergreifendes Spiel ist möglich, einen Online-Zwang gibt es aber nicht. Gemeinsam zu jagen ist auf jeden Fall einfacher, weil sich das Monster immer nur auf einen fokussieren kann und sich daher mehr Gelegenheiten zum Angriff oder zum Heilen ergeben. Seid ihr allein unterwegs, habt ihr nur einen kleinen Kugelkumpel namens Tsukumo an eurer Seite. Der versucht zwar, euch nach allen Kräften zu unterstützen, indem er Heilnebel versprüht oder das Monster ablenkt, aber ein Ersatz für Menschen ist er nicht. Soll heißen, wer allein loszieht, muss richtig auf Zack sein. Und zu guter Letzt wäre da noch der Bau von Basislagern und anderen nützlichen Installationen. Sobald ein Lager ein Zelt besitzt, dient es als Schnellreisepunkt, der über die Weltkarte angewählt werden kann. Mit der Schmiede könnt ihr auch außerhalb des Dorfes Ausrüstung herstellen. Trockengestelle oder Pökeltöpfe verbessern die Effektivität von Nahrungsmitteln, mit denen ihr euch vor jeder Jagd aufpäppeln solltet. Sinnvoll ist auch der Bau von Jagdtürmen, die gesuchte Kemono orten und markieren. Und spezielle Gebläseplattformen oder Seilrutschen machen euer Vorankommen in den komplexen Regionen deutlich bequemer. Tatsächlich? Fabelhaft! Damit hätten wir die wichtigsten Eckpunkte zusammengefasst und können etwas mehr ins Detail gehen. Fangen wir mit den Kemono an. Die Fabelwesen sind fantasievoll gestaltet, beeindrucken mit wuchtigen Bewegungen und setzen euch mit mächtigen Attacken unter Druck. Wenn man gegen einen Lavarücken, einen Flora-Grunzer oder einen Frostgrim antritt, ist man durchaus von Ehrfurcht erfüllt. Allerdings sind mehr als die Hälfte der gut 20 Kemono von realweltlichen Tieren inspiriert, die man nicht wirklich als bedrohlich einstufen würde. Damit gemeint ist unter anderem der pummelige Donnermarder, dessen Vorlage eben ein Marder ist. Oder der Düsterschnabel. Unheilvoller Name, aber im Grunde ist es halt nur eine Krähe. How are you?
Dann hätten wir da noch einen Huhn mit einem Busch am Bürzel, eine Ratte mit einem Pilz am Po und ein Flughörnchen, dem eine wasserspritzende Knospe aus der Kiste wächst. Wenn es eine Ankündigung für die erste kostenlose Erweiterung mit neuen Monstern gibt, dann sieht der Trailer dazu wahrscheinlich so aus. Aussprechen wollen wir für die Reaktionen der Kemono. Wenn sie eine gewisse Menge an Schaden eingesteckt haben, kann es passieren, dass sie spektakulär zu Boden krachen, was äußerst befriedigend ist. Neigt sich ihre Lebensenergie dem Ende, erkennt ihr das an ihrem mitleiderregenden Humpelgang. Und wenn ihr gewisse Körperstellen lang genug bearbeitet, verursacht ihr Wunden oder trennt Schwänze ab. Letzteres sieht beim Lavarücken übrigens besonders lustig aus. Du hast Schmerzen im Gesäß. Auch zur Steuerung des eigenen Charakters lässt sich überwiegend nur Positives sagen. Ihr flitzt mit angenehmer Geschwindigkeit durch die Gegend, sammelt Rohstoffe bequem im Vorbeigehen ein und auf viele Hindernisse oder Unebenheiten reagiert die Figur kontextsensitiv. Was manchmal hakelig aussieht, aber im Grunde flutscht das alles ziemlich gut. Im Kampf fällt auf, dass die Waffenhandhabung recht einfach ist, egal mit welchem der insgesamt 8 Waffentypen ihr antretet. Was deswegen nennenswert ist, weil man bei Monster Hunter in der Regel viele Stunden braucht, bis man eine Waffe wirklich beherrscht. Dadurch geht natürlich etwas Spieltiefe flöten, doch dafür fällt der Einstieg leichter. Und zudem wollen wir mal nicht vergessen, dass die Karakuri ja wieder eine große Portion Komplexität hinzufügen, als Ausgleich sozusagen. Wenn ihr den Dreh raus habt, wie ihr die ganzen verschiedenen Holzdinger flüssig im Gefecht einsetzt, dann werdet ihr regelmäßig mit spektakulären Kampfmomenten belohnt. Lasst uns jetzt noch einen Punkt zum vorher genannten Lagerbau ansprechen, auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist. Um in der Wildnis Lager aufschlagen zu können, müsst ihr zuerst sogenannte Drachenschlünde mit Ressourcen versorgen, damit diese wiederum Baukapazität zur Verfügung stellen. Soweit so gut. Ein bisschen gemein ist jedoch, dass viele dieser Drachenschlünde euch nach der ersten oder gar zweiten Aufwertungsstufe nicht erlauben, ein Zelt zu bauen. Und ein Zelt, das haben wir gelernt, dient als Schnellreisepunkt. Das will man also am liebsten so schnell wie möglich bauen. Dass der Zeltbau in manchen Fällen erst nach dem Ranschaffen irgendwelcher seltenen Materialien möglich ist, empfinden wir als Schikane. Entschuldigung, aber ich verstehe es nicht. Ein Lagerfeuer oder eine Schmiede darf ich bauen, aber kein Zelt? Also, ich erkläre das Ihrem kleinen Gehörnchen jetzt eh ein letztes Mal. Sehen Sie das Formular hier? Ja. Wie viel Erdkapazität habe ich denn laut dem Wisch hier? 17. Gut, haben wir das auch schon mal auf der Kette gekriegt. Und wie viel Erdkapazität brauchen Sie für ein Zelt? 33? Merken Sie selber, wa? Ja, reicht nicht. Genau, reicht nicht. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Bringen Sie mir noch 6 große Nebelkristalle und 5 riesige Blütenstaubkristalle, dann tue ich Ihnen gerne eine Baugenehmigung für Ihr kleines Zeltchen ausstellen. Vorher gibt's ja nichts von mir, alles Paletti. Ja, komm, ist gut. Ich komm Anna mal wieder. Ja, machen Sie das, ich hab eh gleich Feierabend. Bevor wir zum Fazit kommen, noch ein paar Worte zu Grafik und Technik. Auf einer PS5 im Performance-Bildmodus lief das Spiel weitgehend flüssig. Und man bereist einige Gebietsabschnitte, die wirklich hübsch gestaltet sind. Allerdings gibt's sehr viele Unsauberkeiten und Schönheitsfehler, die den Gesamteindruck enorm schmälern. Dunkelheit zum Beispiel. In Höhlen, Tunneln oder ganz generell bei Nacht ist die Beleuchtung so schäbig, dass die Umgebung jedwede Tiefe verliert. Alles sieht platt und billig aus. Wasserspiegelungen scheinen manchmal zu vergessen, wie der Himmel gerade aussieht und switchen wild zwischen heiter und wolkig hin und her. Hinzu kommen dann noch schlecht kaschierte Pop-ups, die einem bei jedem Spaziergang oder beim Betrachten des Panoramas wie Nadeln ins Auge stechen. Und wer denkt, dass er solche Probleme mit dem Auflösungsmodus beheben kann, wird ganz schnell enttäuscht. Jetzt aber Butter bei die Fische. Ist Wild Hearts besser als Monster Hunter? Definitiv nein. Denn ein Monster Hunter, ob nun das ältere World oder das aktuelle Rise, hat aufwendigere Animationen, ein tiefer gehendes Kampfsystem, eine deutlich sauberere Technik und vom Start weg mehr Monster, um nur einige Punkte zu nennen.
Aber ist Wild Hearts deswegen schlecht? Überhaupt nicht, denn es hat sich viele Qualitäten erfolgreich vom Vorbild abgeschaut und diese mit eigenen guten Ideen ergänzt. Fest steht, dass Omega Force hier ein sehr gutes Fundament für eine potenzielle Serie gelegt hat, die durchaus neben Monster Hunter bestehen könnte. Doch ob Wild Hearts so eine rosige Zukunft beschert wird, entscheidet ihr, die Spielerinnen und Spieler. Ihr wisst, wie es ist, wenn ihr hier angekommen seid. Die Folge Game 2 ist vorbei. Was ihr auch wisst, ihr macht uns mit einem Abo und einem Like schwer glücklich. Wenn ihr euch schon immer mal gefragt habt, ob Geld glücklich macht, darauf hat der Funkkanal Safe eine Antwort. Wollen wir nochmal gucken. Jetzt aber erstmal bis nächste Woche. Wiederschauen. Reingehauen. Hast du wirklich das Reingehauen vergessen? Nach all den Jahren? Ich wollte das Video gucken.